Sie sind noch hier. Gut. Seht selbst, das Vermächtnis der Magister. Blutmagie. In einer Gesellschaft, in der Magier herrschen, finden Sie zahlreiche Wege, Ihr Verlangen nach Macht zu rechtfertigen. Haben sie euch angerührt? Die haben alle umgebracht. Sie haben Papa aufgeschlitzt und ausbluten lassen. Aber warum? Warum sollten sie so etwas tun? Das ist das Werk eines Dämons. An diesem Punkt ist bereits jegliche Menschlichkeit verschwunden. Die Magistra, sie sagte, sie brauche Macht. Sie sagte, jemand würde kommen, um sie umzubringen. Wir haben versucht, gehorsam zu sein. Wir haben alles getan, was uns befohlen wurde. Sie hat Papas Suppe geliebt. Ich verstehe das nicht. Ist die Magistra noch hier? Ich glaube schon. Die Magistra sagte, sie würde sich auf die Schlacht vorbereiten. Ich glaube, sie hat wirklich Angst. Dazu hat sie auch allen Grund. Bitte tut ihr nicht weh. Sie wird so wütend sein, wenn ihr weh tut. Ihr seid für sie nichts weiter als eine Sklavin. Ein Besitz, den man benutzt. Bis heute war alles in Ordnung. Das war es nicht. Ihr wusstet es einfach nur nicht besser. Seid ihr jetzt mein Meister? Nein. Aber ich kann kochen und ich kann putzen. Ich kann alles tun, was ihr verlangt. Das hier hilft euch vielleicht, ein neues Leben anzufangen. Für mich? Oh, ich danke euch. Ich werde es immer in Ehren halten. Sie wird vermutlich schon ausgeraubt, bevor der Tag vorüber ist. Na los, suchen wir Hadriana, damit wir von hier verschwinden können.
uns entspannen. Tot bin ich für euch wertlos. Es gibt nur eine Person, deren Tod noch mehr Wert für mich hat. Ich habe Informationen, Elf. Und ich gebe sie euch im Austausch für mein Leben. Wollt ihr mir Daenerys Aufenthaltsort verraten? Was hätte ich davon? Dann nehme ich ihm doch lieber seine Lieblingsschülerin. Ihr habt eine Schwester. Sie lebt. Ihr wollt euer Leben zurück? Dann lasst mich gehen und ich sage euch, wo sie ist. Es ist eure Entscheidung. Also habe ich euer Wort? Ich sage es euch und ihr lasst mich gehen. Ja. Ihr habt mein Wort. Ihr Name ist Verania. Sie ist in Carinus und steht in Diensten eines Magisters namens Arryman. Als Dienerin, nicht als Sklavin. Sie ist keine Sklavin. Ich glaube euch. Wir sind hier fertig. Möchtet ihr darüber reden? Nein, ich will verdammt nochmal nicht darüber reden. Das Ganze könnte eine Falle sein. Daenerys könnte Hadriana geschickt haben, um ihr von dieser Schwester zu erzählen. Und selbst wenn nicht, wäre es Selbstmord, nach ihr zu suchen. Daenerys muss von ihr wissen. Und ihm ist mit Sicherheit auch bewusst, dass Hadriana es weiß. Aber alles, was zählt, ist, dass ich diesem Miststück endlich das Herz zerquetschen konnte. Soll sie doch verrotten, genau wie alle anderen Magier auch. Und ich dachte schon, ihr werdet unvernünftig. Wir sollten vielleicht gehen. Spart euch euer Mitgefühl. Ihr habt gesehen, was hier geschehen ist. Es wird immer irgendein Grund, eine Entschuldigung dafür geben, warum Magier so etwas tun müssen. Selbst wenn ich meine Schwester finden sollte,
kann niemand sagen, was ihr die Magister angetan haben. Was hat die Magie jemals berührt und dadurch nicht verdorben? Ich muss gehen. Ich habe darüber nachgedacht, was mit Hadriana passiert ist. Wir beide sind nicht immer einer Meinung, aber das heißt nicht, dass ihr meinen Zorn verdient. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Ich wusste nicht, wo ihr wart. Ich war besorgt. Ich musste allein sein. Als ich noch ein Sklave war, hat Hadriana mich gequält. Sie verspottete mich, gab mir nichts zu essen, raubte mir den Schlaf. Wegen ihres Status konnte ich nichts dagegen tun. Und das wusste sie. Der Gedanke, dass sie mir nun entgleitet. Ich konnte sie nicht gehen lassen. Ich wollte es, aber ich konnte nicht. Es ging euch nicht darum, eure Familie zu finden, als ihr es getan habt. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Hadriana war hinter mir her. Ich hatte nie die Chance, einfach wegzugehen. Soll ich ihnen etwa vergeben, egal wie oft sie mich aufspüren? Soll ich alles vergessen, was sie mir angetan haben? Falls ihr euch fragt, warum ihr nicht weiterkommt, das ist es. Ja, das ist es. Warum begreife ich etwas so Einfaches nicht? Dieser Hass ist eine Krankheit. Diese Dunkelheit in mir. Ich kann sie nicht abstreifen. Und sie haben sie mir eingepflanzt. Ah, deshalb bin ich nicht hergekommen. Ihr müsst nicht gehen, Fenris. Aber ich denke, es wäre für uns beide das Beste.